Ja, Hallöchen, hier sind wir wieder in einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Ja, und wie ihr seht, draußen ist es dunkel. Und ich hatte heute eigentlich vor, dass wir ein bisschen Holz sammeln gehen, damit wir das Haus etwas vergrößern können. Und wie ich sehe, wir haben hier schon 16 Blöcke. Dann, und hier haben wir nochmal 62. Dann machen wir uns da doch schon mal einen Arsch voll. Dun, 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 dun. Oh, Fichtenholz, das ist dunkles. Aber nehmen wir mal das, das ist doch auch recht schön. So, 64 ist gerade aufgegangen. Supi. Supi, supi, ist im Ofen noch was drin? Ja, 47 Eisen. Sehr cool. Ja, ich möchte hier einfach ein bisschen anbauen und hier sind wieder. Können wir zusammen machen. Ein bisschen anbauen, damit wir ein paar Kisten noch reinstellen können und das Ganze einfach vergrößern, damit wir hier das Ganze übersichtlicher haben. Und hier ist noch Steinwerkzeug. Ach, und ein Feld möchte ich auch bauen. Dann würde ich sagen, wie sieht es da draußen aus? Wird es schon wieder hell? Nö, es wird nicht hell. Dann gehen wir mal ratzen. Gute Nacht. So. Und hier sind wir wieder. Was haben wir eigentlich hier noch drin? Noch gar nichts. Noch gar nichts. Seht ihr, das meine ich. Das meine ich. Ah, hier ist von MacTiger das Katzenklo. Schon. Er hatte auch hier richtig viel. Er hat richtig viel hier drin. Er hat auch noch Holz. Gold hat er. Eisen hat er. Dann kralle ich mir jetzt mal das Eisen hier und packen das gleich in den Ofen rein. Entschuldigung, ich werde meinen Husten einfach nicht los hier. Aber was will man machen? Kann man nichts machen. Pech gehabt. So, das eine Eisen packen wir jetzt auch noch mit hier rein. So, und habe ich hier Stickies? Ja. Nachdem wir ein Feld anbauen wollen, würde ich sagen, wir machen uns doch gleich mal so eine Hacke. Jetzt habe ich das Eisen wieder rein. Nö, ich trottel. Ich trottel. Nein, ich bin ein Idiot. Was mache ich denn hier? Zack. Gib Eisen. Eisen, Eisen. So, dann Sticky, Sticky. Ja, ich habe mich vorher bei meiner Freundin Vicky erkundigt, wie man das Ganze macht hier. Zack, zack. Nee, das ist eine Axt. Das wollte ich eigentlich nicht. So, hier haben wir eine. Eine Feldhacke. Und mal schauen, ob das Ganze eigentlich dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das Eisen tun wir wieder hier rein. Falls wir wieder ermorchelt werden. Gnadenlos. Ja. Wir werden ja öfters ermorchelt. Und jetzt muss ich gleich mal schauen. Axt haben wir hier. Aber eine Steinaxt. Das ist natürlich nicht so gut. Dann machen wir uns doch gleich mal hier eine. Eine Eisenaxt. Eine Eisenaxt. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich schon wieder das Eisen vergessen. Mensch. Also heute ist mein Kopf auch überall, nur nicht da, wo er sein sollte. Ja, und dann möchte ich eigentlich mit euch ein Thema ansprechen, was mir ziemlich auf dem Herzen liegt. Ja, es gibt Themen, die mir am Herzen liegen. Machen wir doch mal gleich zwei. Weil das mich regt es einfach tierisch auf und ich möchte einfach wissen, was ihr davon haltet. Ja. So. Ja, was ihr davon haltet, weil mich nervt es einfach abartig. Abartig, da trägt mich auf, da trägt mich auf. Jetzt kloppen wir einfach hier die Bäume schon mal weg. Ja, es geht ganz einfach darum. Wir haben ja letztens die ganze Sub-for-Sub-Geschichte angesprochen. Und ich habe jetzt auch dadurch, dass ich ja selber Let's Plays mache, ist mir ein Kanal aufgefallen. Ich meine, ich nenne den Kanalname jetzt nicht. Das wäre auch ein bisschen unfair demjenigen gegenüber. Aber ich muss ganz einfach dazu sagen, wenn man meint, man macht so eine Geschichte wie Let's Player-Vorstellung,
frage ich mich, ob es die Leute dann wirklich so nötig haben, beziehungsweise die Leute, die dann die Let's Player vorstellen, dass man sagt, ja, hey, entweder du verlinkst mich in deinem Kanal und fügst mich da der Abo-Box hinzu, ansonsten stelle ich dich nicht vor. Der ein oder andere wird vielleicht jetzt auch wissen, welchen Kanal ich meine. Aber ich finde das einfach eine Sauerei, weil entweder man stellt die Leute gern vor und weil man auch den kleineren YouTuber dann helfen möchte, oder man lässt es ganz einfach bleiben, aber ich finde das eine Schweinerei, weil so haben die Leute eben den Vorteil, dass sie immer mehr und immer mehr Abonnenten bekommen, dadurch, dass sie überall verlinkt werden. Ich meine an sich, keine schlechte Idee, wenn man das unter Freunden macht, aber dann die Leute so auszunutzen und das Ganze dann auch noch öffentlich in eine Liste reinzuschreiben, so von wegen, ja, der und der wird vorgestellt, der und der wird nicht vorgestellt, weil er mich nicht verlinkt hat. Finde ich ganz einfach eine Schweinerei und das gehört sich ganz einfach nicht. Ich meine, ich mache hier ja auch Aufnahmen mit Leuten, das ist mir eigentlich relativ schnuppe, ob die jetzt 0 Abonnenten haben oder ob sie 10.000 haben, das geht mir eigentlich relativ am Hintern vorbei, aber sowas gehört sich ganz einfach nicht. Entweder man macht es gerne oder man lässt es bleiben, ist einfach meine Einstellung und da bin ich auch echt ein bisschen stinkesauer. Da habe ich mich mit dem Kelle gestern auch ein bisschen unterhalten, der hat auch gemeint, also auf solche Leute kann man dann gut und gern verzichten. Naja, so ist es halt. Aber man regt sich halt dadurch auf, weil das ist in meinen Augen dann keine Unterstützung, sondern das ist einfach den Leuten so gesehen die Abos aus der Tasche ziehen. Und wer weiß, wann die dann überhaupt vorgestellt werden. Ja, ich meine, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn irgendein YouTuber kommt und sagt, ja, hey, mir gefallen deine Let's Plays und ja, ich würde dich da eigentlich ganz gern vorstellen, weil ich einfach finde, du hast das verdient. Ja, wäre ich die Letzte, die sagen wird, nö, mache ich nicht. Klar, das macht jeder, aber dann die Leute so auszunutzen, finde ich ganz einfach nicht okay. Und vielleicht sollte sich derjenige mal darüber Gedanken machen. Ja. Aber was soll's. Ja, was ich ganz lustig finde, mich hat jetzt auch ein, kleiner YouTuber angeschrieben, er hat 600 Abonnenten und hat halt gemeint, ja, ich finde dein Let's Play cool und hin und her und ich würde dich da gern vorstellen. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe damit kein Problem, wenn man mich da vorstellt und ja, habe mir dann auch über Social Blade mal seine Aufrufe angeschaut. Irgendwas macht der gute Junge falsch, denn ich habe mittlerweile mehr Aufrufe als er und ich habe gerade jetzt in dem Moment 104 Abonnenten und wenn ich dann mit 104 Abonnenten mehr Aufrufe habe als jemand mit 600, da würde ich mir etwas Gedanken machen oder er hat einfach Leute, die sich dann dafür doch nicht interessieren und das ist dann das, was ich meine. Sie nehmen sich dann vor, ja, ich stelle hier die YouTuber vor und hin und her und wenn dann die Leute eben nicht vorgestellt werden, ist klar, werden sie sauer und schauen dann ganz einfach den Kanal nicht mehr. Und ich nehme an, so wird es bei ihm dann auch zustande gekommen sein, aber ja, was will man machen? Ist eigentlich auch relativ egal. Aber jetzt noch ein anderes Thema, was mir am Herzen liegt, was uns beziehungsweise, jetzt komme ich da nicht hoch, mir, also nicht mir, sondern eher Kelturio passiert ist. Es geht darum, dass mich jemand angeschrieben hat wegen einer Aufnahme, bin ich ja gern für zu haben. Wie gesagt, ihr dürft mich auch gern anschreiben. Ich habe immer gern jemanden zum Quatschen da. Ich werde das auch mal so machen, dass ich sage, habe ich hier, ich nehme jetzt einfach mal so ein Holzklotz hier. Entschuldigung, voll unterbrochen, aber ich komme hier sonst nicht hoch. So, ich werde das Ganze dann, das war falsch. Ich werde das Ganze dann auch mal so machen, dass ich mir einen Tag raussuche und sage, ihr könnt mich alle in Skype kontaktieren und mir einfach mal Hallo sagen und wir quatschen einfach mal blöd. Ohne Zeitlimit jetzt. Ja, finde ich nämlich auch mal eine ganz lustige Idee.
Und wir quatschen dann einfach über Gott und die Welt. Ja, aber jetzt, damit ich den Satz nicht einfach wieder so abbreche, es geht darum, dass mich jemand wegen der Aufnahme gefragt hat, ich gesagt habe ja, und derjenige hat dann behauptet, ja, Keltorio war ja auch schon auf meinem Server und hin und her. Ja, und jetzt hat der Gute mir dann ein Video gezeigt vom 2.12., wo dann angeblich Keltorio. Oh. Runtergefallen. Scheiße. 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 Ja, wo der gute Keltorio dann eben zu sehen war. Ja. Nur, es war nicht Keltorio. Also in dem Video wurde er hingestellt, als ob er der letzte Honk wäre. Sagen wir es mal so. Es wurde gesagt, ja, wie viele Abonnenten hast denn du und hin und her. Und derjenige, der sich dann als Kelturio ausgegeben hat, hat eben so getan, als ob er nicht mal wüsste, wie viele Abonnenten er hat. Ja, und wurde da dementsprechend etwas in den Dreck gezogen, was ich natürlich überhaupt nicht in Ordnung finde. Ja, und jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich persönlich mit demjenigen nochmal aufnehmen soll. Weil ich meine, mich betrifft es ja jetzt nicht, aber ich finde sowas eine Schweinerei, weil das gehört sich ganz einfach nicht. Sich da als jemand anderen auszugeben und sich dann damit noch zu hier groß zu machen. Ja, Kelturio war auf meinem Server hin und her und ihn dann im Endeffekt aber irgendwie auf eine Art und Weise lächerlich zu machen. Ey, das geht wirklich gar nicht. Ich meine, oh, da könnte ich mich aufregen. Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Würdet ihr demjenigen sagen, hey, also weißt du was, du hast ja wohl den Arsch offen und guckt, dass du Land gewinnst? Oder würdet ihr sagen, ja, mach das, du kannst ihm ja noch eine Chance geben? Also ich meine, ich habe ihm dann gestern geschrieben, ich habe das Video via YouTube gemeldet und Kelturio hat ihn dann persönlich nochmal angeschrieben und hat dann auch gesagt, also Bürschle, das ist eine Verletzung meiner Rechte und entweder das Video kommt jetzt raus oder ja, ich werde das Ganze melden. Ja, und so schnell wie das Video dann draußen war, hättet ihr gar nicht gucken können. Aber ja, was soll ich jetzt da natürlich sagen? Ich finde das immer noch nicht in Ordnung und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich mit ihm aufnehmen soll. Ja, darum würde ich euch einfach mal um euren Rat bitten, wenn jemand sowas machen würde, über euch jetzt zum Beispiel. Oder sagt er, ihr macht auch ein Let's Play und ja, da kommt jemand und sagt dann einfach, ja. Du, Kelturio war doch auch schon bei mir auf dem Server, da kannst doch du auch kommen. Und im Endeffekt stellt sich dann raus, dass das Ganze einfach gelogen ist. Ja. Das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Ich meine, Keller hat gestern dann auch gesagt, ja, er hat das Video rausgenommen. Was soll ich da jetzt noch machen? Und er hat gemeint, es ist mir überlassen, wie ich das Ganze jetzt weitermache. Aber ist natürlich die Frage, ob ich da jetzt überhaupt weitermachen will, beziehungsweise mit ihm aufnehmen soll, weil ich habe nachher keine Lust, dass da, ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, ich bin ja noch relativ klein, aber ja, ich meine, wenn man sowas mit mir machen würde, da, ich würde dann schon etwas anders reagieren. Ich wäre dann, ja, schon auf 180. Aber das ist eben das an Kelle. Er ist ein sehr liebenswürdiger Kerl und sagt dann einfach auch, du, jeder hat eine zweite Chance verdient und du hast das Video rausgenommen, damit hat sich das Ganze für mich erledigt. Aber ich als Freundin, ja, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Und ich bin auch auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt mit demjenigen, der hier meint, er muss die Leute irgendwie die Abos aus der Tasche leiern und ja, im Endeffekt dauert es ewig, bis man einen überhaupt vorstellt und wenn man ihn dann nicht in der Abo-Box verlinkt hat, dass er dann sagt, nö, ich stelle euch einfach nicht vor. Tja, ich stelle euch einfach nicht vor. Tja. Ich meine, wenn jetzt jemand bei mir zu Gast ist, der darf sich natürlich liebend gern auch vorstellen, aber bei mir ist es halt so, ich habe noch nicht so viele Abonnenten, dass man sagen kann, ja, ich promote euch einfach. Nee, bei mir geht es einfach just for fun.
Und wenn ihr da Bock habt, mit mir aufzunehmen, dann weil ihr Lust habt und nicht, weil ihr irgendwie vorhabt, dass ich da euch promote. Ja, weil bei mir werdet ihr noch nicht so viel abstauben können. Vielleicht bleibt mal der ein oder andere hängen. Aber dass ich jetzt sagen würde, ja, also ich promote euch und da kommen jetzt ein Haufen Abos. Nee, so ist es bei mir nicht. So ist das bei mir nicht. Ja, aber ich nehme liebend gern mit Zuschauern auf. Ich habe jetzt auch wieder eine Aufnahme mit jemandem geplant.